Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Dailand und wir haben einen Besucher, wir können bei ihm Sachen kaufen. Hä, ich habe doch Y gedrückt. Glasflasche, ich habe überhaupt kein Geld. Metall, Öl, Heiltrank. Ah, schöner Planet. Ah, hallo, wer bist du? Hallo, junger Mann, ich bin Locke. Ein Zauberer, der mit Zaubertränken handelt. Ein Zauberer? Ja, leider können Menschen Magie nicht direkt einsetzen. Also müssen wir uns mit der Essenz der Magie begnügen, die wir in Zaubertränken finden. Darauf spezialisiere ich mich und natürlich auch auf alte Bücher und Geschichten. Mir gefallen diese bunten Flaschen. Du darfst schauen, aber nichts anfassen, es sei denn, du willst es kaufen. Ich habe auch kein Geld. Das macht nichts. Ich bin mir sicher, dass es viele interessante Dinge auf deinem Planeten gibt. Bring mir einfach alles, was du nicht brauchst. Schauen wir mal, ich habe ein paar Sachen in meiner Tasche. Handel mit dem Zauber. Zauberer, okay, verkaufen. Ich habe für dich... Ich habe nur einen roten Pilz, ne? Kann ich dir zwei von dem geben? Ah, sehr schön. Golderze. Ja, die Erze würde ich gerne behalten, aber weißt du was, hier den Schlamm kannst du haben. Ja, und die Heidelbeere brauche ich theoretisch auch nicht. Komm, gib mir dein Geld. So, verkaufen. Ein guter Handel, Kleiner. Danke. Ich habe einen Auftrag für dich. Wie du siehst, liebe ich es, meinen Weltraumballon mit hübschen Stoffen zu bedecken. Hübsch? Naja. Ich kaufe normalerweise neue Stoffmuster an jedem Ort, den ich besuche. Die Qualität des Stoffes hängt sehr von der Qualität der verwendeten Baumwolle ab. Ich schenke dir einige Samen und im Gegenzug hoffe ich, dass du mir ein Stück Qualitätsstoff liefern kannst. Ah, vielen Dank, ich werde dich nicht enttäuschen, Herr Locke. Stoff. Stelle Stoffe her für den Zauberer. Okay. Ja gut, hau rein, ne? Ich hab alles, was ich benötige. So, laden wir dich nochmal kurz auf. Finde ich cool. Also, ich muss halt zwar ein bisschen weiter rechts gucken, aber naja. Also. Ah, er schaltet automatisch vom Hammer. Also ich muss da oben rechts halt hingucken, wenn ein Besucher da ist. Ich frage mich, ob ich irgendwann auch einen besseren Hammer kriege. Ich will bestimmt Knorke. So, was brauchte ich, um den Altar zu verbessern? Ich meine, wir haben doch nicht mal rausgefunden, was der macht, aber ich kann ihn verbessern. 20 Metall. Ach du Scheiße. Nee, das dauert noch ein bisschen, Freunde, bis wir so viel Metall haben. Ja, der Sensor ist halb voll, immerhin. Ich denke, heute kriegen wir ihn auf jeden Fall voll. Und solange sammeln wir halt ein bisschen Sachen und gucken, was noch für Besucher kommen. Wir können definitiv auch auf andere Planeten, das habe ich im Trailer gesehen. Das heißt, wir werden nicht auf ewig auf diesem kleinen Zwerg bleiben. Hoffe ich. So, Karotten, eine Minute. Ah, okay, ich sehe schon. Die wachsen so ein bisschen, wenn sie fertig sind. So, ich würde aber auch glatt behaupten, wir gucken erstmal, wie es mit der Baumwolle aussieht. Ja, auf nur fruchtbarem Boden. Ja, dann bauen wir hier halt noch einen Brunnen hin, ey. Oh, ich habe kein Holz. Dann müsst ihr leider leiden. Seid ihr schon groß? Ja, ihr seid schon groß. Hier, komm. Ein paar Samen habe ich von euch schon bekommen. Ach, guck mal, da oben ist ein Samen drauf. Muss halt nur aufpassen, dass ich genug Samen habe. Fällt er runter? Ja, er fällt runter. Achso, ich hab ihn. Ich will nicht angeln. Oh, da sind jetzt zwei Fische drin. Meine Fresse. Ich weiß zwar nicht, wo die Fische herkommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein einziger Fisch sich irgendwie fortpflanzen kann. Aber man muss solche Dinge ja nicht hinterfragen, ne? Wozu auch. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie einen Baum, den wir ständig behalten werden. Deswegen werde ich hier jetzt einen anpflanzen. Die Büsche, ja, die werde ich auch noch woanders hin positionieren. Ich will auf jeden Fall hier beim Angeln noch was haben und es regnet hier überall. Und der Brunnen füllt sich. Sehr schön. Wir pflanzen mal... Ich habe einen Piniensamen. Wie gesagt, ich bin so erschöpft, das ist nicht dein Ernst, ey. Dann sammeln wir wenigstens ein paar Beeren ein. So, dann werden wir auch da auch noch einen ordentlichen Ort für suchen.
Ja, erstmal gehen wir schlafen. Kann ich das Wasser vielleicht einfach zu diesem Feld bringen? Oh, Hunger. Ich habe ja zum Glück noch ein Brot. Oh, ein Besucher. Oh, was bist du denn? Ein Koch! Hallo, wer bist denn du? Willkommen auf meinem Restaurant, Chef. Brr, ich bin Bram, ein Quito-Koch. Sehr bekannt in dieser... In diesem... Ich habe keine Ahnung, was da steht. In dieser Galaxie. Aber da, hinter diesem R ist noch ein Buchstabe. Warum? Achso, ich... Sprachfehler. Ich reise von einem Planeten zum anderen. Immer auf der Suche nach den besten Zutaten. Ich möchte... Möchtest du mein Küchenhelfer sein? Sehr gerne. Du wirst viel lernen. Bring mir die Zutaten, die ich brauche, und ich werde dich unterrichten. Okay. Oh, dieser kleine See ist wunderbar. Fisch ist die Hauptzutat vieler meiner Gerichte. Ich kann dir immer frisch gefangenen Fisch liefern. Brrr, die Einstellung habe ich mir gewünscht. Schau, du kannst eine Angelrute wie diese hier herstellen. Ah, cool. Neue Mission. Stelle eine Angelrute her und fange einen Fisch im See. Okay, was kann man mit dir so Schönes kaufen? Ich habe beim Zauberer gar nicht eingekauft, ne? Ich kann Brot kaufen. Larve. Babyinsekt, eine Delikatesse für Fische. Ja, ich denke mal, davon werden wir mal zwei kaufen. Eicheln sind auch nicht schlecht. Kann ich Bäume pflanzen? Sonst noch irgendwas, was ich nicht kenne? Was man anpflanzen kann? Ich meine, Käse, klar, logisch. Ja, kaufen wir erstmal, ne? Gut, ich möchte gerne... Sind die Karotten fertig? Die Karotten sind fertig. Ich muss sagen, so ein kleiner Planet. Er ist zwar wirklich winzig, aber er ist verdammt unübersichtlich. Komm, wir pflanzen jetzt mal Baumwolle an. Karotten haben wir, glaube ich, erstmal genug. So, gib mir die Beere. Und dann gucken wir mal. Ich muss noch zum Brunnen. Ja, hier ist so viel zu tun. Alter. Ich dachte, das ist ein chilliges Spiel. Ich bin hier voll unter Stress. Ich muss diesen Sensor auch noch hier betreiben, damit der Batterie nicht leer geht. Oh. Und dann muss ich meinen Brunnen finden. Genau, ich wollte Wasser. Du hast ein neues Rezept, Eimer. Hoppla, ich muss einen Eimer herstellen. Ja, super. Okay. Ich brauche eine Angelrute. Ich habe nicht genug Materialien. Ein Faden. Ja, aber wo soll ich denn jetzt einen Faden herbekommen? Ist ja doch doof. Dann machen wir jetzt mal das hier. Und weil wir es können, noch die Fackel hinzu. Okay, wir können von der ganzen Sache nur einen herstellen. Aber gut. Ich möchte gerne herausfinden, ob ich das Wasser hier einfach hintragen kann. Und dann ist es halt da. Gießen. Ja, cool. Ich muss einen weiteren Brunnen bauen, damit ich mehr Land bewirtschaften kann. Aber ich habe den Scheiß doch gegossen. Gieße ich das halt nochmal. Ich weiß nicht, was das Gießen bringen soll, wenn es nichts bringt. Versteht ihr, was ich meine? Es bringt einfach nichts. Was bringt denn das Gießen? Oder, wir gucken mal, wir gießen einfach mal das hier. 6 Minuten. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie die Information. Oh, ich habe den Scheiß gegossen, ich bin der Größte. Nein, hat irgendwie nichts gebracht. Ich habe das Gefühl, dass Feinde in der Nähe sind. Ich muss mich sofort darum kümmern. Ich habe fürs... Ah, guck mal da, die Zeit. Ah. Okay, jetzt muss ich auf Regen warten. Okay, die Zeit geht auf jeden Fall schneller, wenn man gießt. Der Feind muss da hinten irgendwo sein, ne? Ich sehe nämlich diesen lila Pfeil. Ha! Hab dich entdeckt. Okay. Machen wir mal mit der Axt. 32 Schaden. Spitzhacke. 27. Hammer. 60, okay. Schlagen wir den Hammer zu. Das kann man sich doch merken. Und Pilze sammeln. Können wir dann später gut verkaufen oder, keine Ahnung, Gift kochen? Ich weiß es nicht, was man mit so einem lila Zeug machen soll. Lila Zeug, Giftpilz. Nimm meinen Hammer, der macht, ich bin Thor. Ein neues Level. Okay, wenn wir jetzt schlafen gehen, haben wir ein neues Level. Batterie ist noch voll. Nutzpflanze, schaffe Schlaf, um das nächste Level zu erreichen. Ja, ist ja gut. Ich habe da oben rechts so viel stehen. Ich komme gar nicht klar. Ich komme nicht klar, ey.
So, ja, schlafe. Intelligenz. Intelligenz erhöht die magische Angriffskraft sowie Energiepunkte und verbessert die Eigenschaften von Zaubertränken. Erhöht Ausdauer, erhöht Lebenspunkte und verlängert Zustände. Nehme ich den hier. Mehr Ausdauer ist immer gut, oder? Finde ich schon. Wie kriege ich eigentlich Leben? Hat's geregnet? Nö. Wüsste ich ja. Oh Gott, ich bin am Verhungern. Ich habe nicht gegessen. Naja, ziehen wir uns ein paar Beeren rein. Okay, sehr erfolgreich bin ich mit den Beeren nicht. Aber die Beeren wollte ich ja sowieso woanders anpflanzen, ne? Deswegen ziehen wir uns das mal da rein. Was war das gerade? Waren, Materialien, besonders, Status? Ich sehe schon. Ist komplexer als man denkt, das Spiel, ne? Angel habe ich noch nicht, weil mir ein Faden fehlt. Wo kriege ich einen Faden her? Vielleicht, wenn ich Baumwolle geerntet habe, dass ich irgendwie aus der Baumwolle Faden machen kann. Egal, sammeln wir erstmal ein bisschen Stein. Also, das gibt uns Erfahrung und Materialien. Und wir müssen auf die Bäume achten. Oh. Ja, der Sensor ist voll. Sauber. Da kannst du landen. Die Datensammlung ist beendet. Ich nehme sie nun mit, um sie im Supercomputer zu verarbeiten. Wirklich viel Erfahrung hat das jetzt nicht gegeben. Ich habe im Moment keine Aufträge. Sprich beim nächsten Mal. Okay, dann hau rein. Ernten bitte. Ich finde es ein bisschen kacke gerade noch, dass hier alles so willkürlich bei mir ist. Es hat alles keine Ordnung. Ich hasse es, wenn es keine Ordnung gibt. Na gut, bei mir sieht es jetzt gerade echt scheiße aus. Ich muss mal wieder aufräumen. Aber es muss halt eine gewisse Ordnung hier da sein. Es muss nicht perfekt sauber sein, sondern es muss eine Ordnung sein. Wie zum Beispiel der Müll, alles auf dem Tisch, unten alles sauber. Das ist in Ordnung für mich. So, 2 Sekunden, komm. Gib's mir. Dankeschön. Hatten wir hier nicht einen Baum gepflanzt? Ach nee, ich war zu müde, ne? Gut, wir haben ja noch die Eichel, ne? Ich würde sagen, wir werden einfach die Bäume, die wir für immer behalten werden, hierhin tun, um von ihnen die Samen zu ernten. Und eine Eichel behalte ich auch noch hier. So, die werden uns immer stetig Samen geben. Die Büsche werde ich auch irgendwann vernichten. Ich möchte einen sauberen Planeten haben. Einfach nur einen sauberen Planeten. Ist das zu viel verlangt? So, ein paar Erze noch dazu. 30 Stein. Ich bin sehr froh, dass man hier unendlich viel tragen kann. Survival ist ja immer so, keine Ahnung, du hast irgendwie einen Rucksack mit 5 Plätzen. Ich meine, ist natürlich realistisch, muss man dazu sagen, ne? Aber es ist halt nervig, dass immer alles voll ist und du zu den Truhen musst und alles in die Truhen packen musst. Wieso habe ich da oben rechts immer noch Pilze und Nutzpflanzen? Ist das mein Auftrag? Bessere dein Zelt aus. Ach stimmt, mein Zelt. Muss mein Zelt noch verbessern. Ich komme aber schon ein bisschen besser klar jetzt. Also, es wird. Ernten wir die Baumwolle erstmal. Zack. Und dann sehen wir neue Baumwolle. Dann gucken wir mal, dass wir das Zelt verbessern. Ich will das Zelt verbessern. Hallo? Okay, ich brauche auf jeden Fall noch Holz. Echt schon wieder? Ich guck gleich mal. Wie weit sind denn meine Bäumchen hier? Schieben? Ach so. Gib mir den Samen, ja. Ah, das oben rechts zeigt das an, was mein Planet derzeit zu bieten hat. Auf meinem Planeten sind derzeit 2 Pilze. Kein Feind mehr. Hier ist der eine Pilz. Und dann können wir hier theoretisch auf der Karte gucken, genau. Aber ich kann nichts markieren, ne? Aber ich lauf schon drauf zu, glaube ich. Weg mit dir, Stein. Verschwinde. Will dich hier nicht haben.
So, Steine haben wir auf jeden Fall genug. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Gut, laufen wir erstmal nach Hause. So ein paar Bäumchen brauchen wir aber noch. Gut, jetzt wird gefällt. Was das Zeug hält. Dann können wir immer noch neue Bäume bauen. Zwei Holzer, immerhin. Besser als gar nichts. Ein neuer Tag. Wie so der neue Tag angepriesen wird. Soll es irgendwie was Tolles sein, dass ein neuer Tag angebrochen ist? Ich weiß es ja nicht. Das bedeutet doch nur, dass man wieder einen Tag älter geworden ist. Oh, cool. Danke. Na gut, dann bist du halt erschöpft. Aber den Samen nehmen wir definitiv noch mit. Und dann gehen wir halt schlafen. Cool. Ich muss sagen, das Spiel ist momentan noch ein bisschen stressig, weil ich nicht weiß, was ich überhaupt hier tue und alles Mögliche. Verbessern wir erstmal das Gebäude. Du hast neues Rezept. Oh, Hammer. Du hast neues Rezept. Glasflasche. Faden. Ah. So, Besucher. Hier, neben meinem Haus kannst du runterkommen. Aber dich kennen wir ja schon. Aber ich habe noch nicht die Sachen, die du brauchst. Tut mir leid. Dir fehlt noch etwas, um den Auftrag zu beenden. Brauche ich alles eigentlich gar nicht, ne? Hau rein. Guck mal, ich habe ein kleines Häuschen. Ich kann zwar nicht reingehen, doch eintreten. Werkstatt. Faden. Ah, Baumwolle. Okay. Zwei Baumwolle für einen Faden. Aber jetzt kann ich auch. Hammer Stufe 2. Nice. Du hast ein neues Gebilde freigeschaltet. Großer Brunnen. Du hast ein neues Gebilde freigeschaltet. Kamin. Ich muss sagen, bisher ist das echt cool. Auch es ist halt alles so ein bisschen verniedlicht, aber ich find's cool. Es hat was, es hat was. Eine Sache kann ich doch bauen, okay. Und der Rest ist zum Ausbauen gedacht. Okay. Küche. Metall 5, Holz 30, Stein 50. Okay. Wie sieht's hier aus? Ich will's nicht entzünden, ich will's verbessern. Oh, kann man gar nicht. Brunnen, großer Brunnen, brauche ich ein Seil für. Oh Gott, so viel. Aber wir haben jetzt eine Angel und können schon mal den Fisch angeln für den Koch, der jetzt nächstes eigentlich eintrudeln müsste. Und gut, dass ich Köder mitgebracht habe. Bringe den Köder zum Maul des Fisches. Oh, ich habe A gedrückt. Ich muss X drücken. Okay, aber ich habe noch einen. Das heißt, das Ganze läuft hier ein bisschen andersrum. Nicht der Fisch kommt zum Köder, sondern der Köder kommt zum Fisch. Warum auch nicht? Hallo. Gut geangelt. Ach, angeln ist hier leicht. So, rotten wir erstmal hier den See aus. Ich mag keine Tiere auf meinem Planeten. Was? Okay, beim Angeln kann man auch also Fehler machen. Okay. Ach, das sind immer andere Knöpfe. Oh Gott, ich habe zuletzt mit der Switch gespielt. Das ist gar nicht gut. Ich weiß nicht, wie viele Knöpfe ich drücke. Ja toll, jetzt ist das Lagerfeuer auf der falschen Seite. Geil. Aber egal, ich wollte ja eh einen Kamin bauen, ne? Ja gut. So, mal gucken, wie schnell das mit dem verbesserten Hammer geht. Zweimal. Nice. Mein Besucher ist auch weg, aber ich habe den Fisch. Ich kann einen Auftrag schon mal beenden. Wie viel Stein ist in diesem kleinen Haufen? Na gut. Wir müssen Holz hacken und neue Bäume pflanzen, ne? Ich frage mich, ob es was bringt, die Bäume zu düngen, nicht zu düngen, sondern zu bewässern. Geht das dann auch schneller? Wäre auf jeden Fall cool. Ich würde auch gerne diesen Stein hier beseitigen. Der geht mir so auf den Sack. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag ihn nicht. Kennt ihr das, wenn ihr einfach... Ihr seht etwas und ihr mögt es einfach nicht. Ihr wisst nicht warum. Und bei diesem Stein ist es genauso. Könnte auch sein, dass er einfach nur im Weg ist.
Aber ich krieg schön viel Metalle. Das gefällt mir. Ja gut, gehen wir schlafen. Kann ich diese... Oh, die Sachen kann ich auch nicht enden, ne? So. Gehen wir erstmal schlafen. Ja, Freunde. Ein neuer Tag ist zu Ende gegangen. Aber ich bin am Verhungern auch. Und ich würde sagen, bevor wir verhungern, ziehen wir uns erstmal ein bisschen was rein und dann beenden wir die Folge und sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Timing.